Hi, heute gibt es von mir einen kleinen Essence-Haul. Ich war mit meiner Mama gestern im Thom bzw. Rewe einkaufen und der hat seit kurzem einen Essence-Aufsteller, was ich ganz gut finde. So musste ich diesmal nichts selbst bezahlen. Das fand ich auch ganz schön. Ich renoviere ja im Moment bei meinen Eltern mein altes Zimmer und ja, da durfte ich mir da ein paar Kleinigkeiten mitnehmen. Fand ich toll. Und habe ich mich sehr drüber gefreut. Zum einen habe ich von Essence diese Foundation hier mitgenommen, in der Farbe 1.0 oder 10 Matt Beige. Und an und für sich würde ich an so Foundations von Essence einfach vorbeigehen. Aber ich habe in letzter Zeit Gutes gehört und zum anderen, ich habe hier hinten drauf geguckt, habe ich jetzt, ich hoffe, das stimmt so, nichts mit Aluminium drin gefunden. Ich habe durch ein Video von Miss Insane, das kann ich hier nochmal verlinken, erst gemerkt, okay, dass Aluminium in Deos drin ist, das wusste ich, und dass das nicht so gesund ist, wusste ich auch. Aber ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob das vielleicht in meinem Make-up drin ist oder in meinen Reinigungssachen, in meinen Cremes und so weiter. Und deswegen habe ich da auch in letzter Zeit durchgeguckt, denn das Aluminium kann der Körper nicht abbauen, das wird eingelagert unter der Haut, im Gehirn und so weiter und so fort. Ist also nicht so gesund für den Körper. Ja, und ich habe hier drauf nichts gefunden. Aber ich glaube, auf fast jeder Foundation, die ich habe, bis auf zwei, glaube ich, ist überall Aluminium oder Bestandteile von Aluminium drin. Weswegen ich echt überrascht war, eine Foundation für 3,50 € mit 30 ml zu finden, die das nicht enthält. Ja, finde ich ziemlich gut. Dazu soll es auch noch eine matte Geschichte sein, Oil-Free Make-up. Habe ich auch heute drauf. Die Deckkraft ist so schon mittel, ich würde noch nicht mal sagen leicht, also mittel bis nach oben hin, allerdings nicht richtig deckend. 12 Stunden Long Lasting soll das irgendwie sein und so. Habe ich jetzt noch nicht getestet, ist heute der erste Tag, wo ich es drauf habe. Ich finde es richtig gut, also das hat zwar so einen leichten Orange-Stich, was wiederum nicht so gut ist, ist aber relativ hell und jetzt für die Sommerzeit für mich absolut in Ordnung, also ganz ehrlich, war ich schon begeistert, nicht fallen lassen. Und es ist wirklich, man trägt das auf, ist sehr, sehr cremig am Anfang, lässt sich aber relativ gut verteilen. Ich mache das eigentlich am liebsten mit den Händen. Habe es auch noch nicht anders ausprobiert, wie gesagt, heute ist das erste Mal. Und es trocknet dann relativ matt, aber nicht staubtrocken matt. Ich habe schon noch ein bisschen Puder drüber gebraucht. Aber ja, ich finde es ziemlich gut. Bis auf diesen Orange-Stich da drin. Die anderen habe ich gar nicht ausprobiert. Also ich glaube, es sind drei oder so. Die zweite habe ich noch ausprobiert. Die war mir wirklich zu dunkel. Jetzt fliegt irgendwas hier drüber. Und die ging gerade so. Ist sogar, finde ich, ein Ticken heller als die Catrice Matte Foundation, die neue. Und ja, hat einen angenehmen Geruch. Ist auch parfümiert. Finde ich aber richtig, richtig gut und gefällt mir sogar besser als die Catrice Foundation. Zumal die ein bisschen besser deckt. Vielleicht kann man die beiden auch mischen, mal schauen. Muss ich alles noch ausprobieren, werde ich euch auf jeden Fall eine Review zu machen, weil mir die wirklich gut gefällt. Also so nach dem ersten Mal auftragen, trotz Orange-Stichs, finde ich die echt gut. Also gerade auch für Preis-Leistung so nicht schlecht. Gut, dann habe ich jetzt genügend über die Foundation geredet. Ich habe mir noch drei Lippenstifte mitgenommen. Ja, drei. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe halt einfach die drei mitgenommen. Ich wollte eigentlich den Berries, irgendwas mit Wildberries oder sowas, keine Ahnung. Oder Wearberries, glaube ich, heißt der. Wollte ich mir eigentlich holen, das ist die neuen, aber die gab es nicht da in dem Aufsteller. Ich weiß nicht warum. Dafür habe ich mir drei andere sehr schöne Farben mitgenommen. Das ist einmal die vier. On the Catwalk. Das ist so ein rötlicher Lippenstift. Ich habe ja schon zwei von diesen Long-Lasting Lippenstiften von Essence aus der Tribal Summer Edition gehabt. Und dann habe ich hier einmal die 06 Barely There. Das ist eher so ein dunkles Nude. Und dann die 07 Natural Beauty, den ich sehr, sehr schön finde. Zeige ich euch gleich nochmal. Ich habe diese zwei Töne von dieser Tribal Summer Edition. Das war ja einmal dieses Waka Waka. Das ist ein sehr knalliges Pink, aber trotzdem irgendwie
nicht super knallig wie Zahnschmerzen, Pink oder sowas, sondern schon eher so ein Fuchsia oder Magenta, eine sehr, sehr schöne Farbe. Den swatche ich euch mal hier hin. So. So sieht er aus. Sieht auf meiner hellen Haut auch irgendwie sehr schön aus. Normalerweise trage ich gar nicht so gerne Pinktöne, aber der hat mir echt gut gefallen und ich trage den viel häufiger als den roten sogar. Das ist die Farbe Now Rock. Das ist so ein richtig schönes Dunkelrot. Die beiden haben auch nicht so einen starken Geruch, muss ich sagen. Die anderen drei haben einen stärkeren Geruch von der von der Standardauswahl. Dieser On the Catwalk hat so einen lila Einschlag, finde ich. Gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, ob die doch sind unterschiedlich auch in der Kamera. Der oben drüber ist halt wesentlich deckender. Der Catwalk ist ein bisschen weniger stark und hat auf den Lippen, wie gesagt, noch so einen leichten lila Einstich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir ja hier noch die Natural Beauty Geschichte. So sieht der dann aus. Ist auch mein persönlicher Favorit. Trage ich mir eigentlich mal gleich auf die Lippen auf. Ich zeige euch das mal auf meinen Lippen. Ist vielleicht besser. So sieht der dann auf meinen Lippen aus. Ich finde, das ist eine schöne Alltagsfarbe. Es ist so ein rosa, aber kein helle rosa, sondern ja, so ein neutral rosa, was man gut tragen kann. Schön ist schön. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier noch den Barely There. Der ist bei mir nicht nur ein bisschen der, also nicht nur wenig wahrzunehmen, sondern wenn ich den auf den Lippen habe, der ist ein bisschen krasser. Ihr seht, das ist vielleicht ein bisschen dunkler. Ja, finde ich eigentlich sehr, sehr schöne Farben vom Standardsortiment, aber muss sagen, dass die zwei anderen aus der LE wesentlich deckender, finde ich, sind. Und ja, die Auswahl ist schön von den Farben, die da ist. Da sind noch zwei Pinktöne dabei, dann diese eine lila Farbe mehr. Und da war noch ein helles Nude, ein paar Rottöne. Rottöne habe ich genug. Das helle Nude sieht bei mir ganz schlimm aus, deswegen habe ich den mitgenommen. Und ich finde, der passt mit am besten zu mir. Trage den sehr, sehr gerne im Alltag. Für 2,29 € sind es auf jeden Fall ziemlich gute Lippenstifte. Essence hat mich da sehr überrascht und ich finde auch vor allem das Design einfach schön, schlicht, elegant. Super Sache. Ich werde euch einfach nochmal zu der Foundation eine kleine Review machen, wenn ich die länger getestet habe. Und dann war es das erstmal von mir. Das war jetzt eine ziemlich lange Haul-Geschichte, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt mir einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch die Foundations schon ausprobiert habt, die neuen oder die Lippenstifte, wie ihr die findet. Und das war's dann erstmal von mir. Ciao!